Und er sagt, ich wünschte, ich hätte mich für mein Leben angestrengt. Erst dann hat er begriffen, dass sein wahres Leben das Jenseits ist und nicht diese vorübergehende, bedeutungslose Welt, in der er sich so sehr hineingesteigert hat. Ad-Dunya Sijnul Mu'min. Die Welt ist das Gefängnis des Gläubigen. Ja, für den Gläubigen, der sich nach Allah sehnt, der sich nach dem Paradies sehnt, das ist ein Gläubiger. Bist du so jemand? Wenn du dich nach dem Paradies sehnst, willst du dafür arbeiten? Oder bist du zufrieden mit deinem Leben hier und jetzt? فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. Doch der Genuss des irdischen Lebens ist gering, verglichen mit dem des Jenseits. Meine lieben Geschwister, arbeitet für das Jenseits. Man sieht es tagtäglich. Jeder, der das Jenseits anstrebt, bekommt trotzdem auch die Dunya. Die Dunya folgt ihm, sie läuft ihm hinterher. Aber niemals findet man jemanden, der diese Dunya anstrebt und das Jenseits als Zuschlag obendrauf bekommt. Nicht ein kleines Stückchen davon. Wir leben in einem Zustand, der an sich kein Ende hat. Es kommt einem lediglich vor wie ein Ende. Wir leben an einem Ort, der vorübergehend erscheint. Er existiert jedoch als Einleitung zur Ewigkeit. Dieser Ort ist uns bekannt als die Dunya. Ein Ort voll mit Höhen und Tiefen. Ein Zwischenstopp auf der Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala. Genau das ist unser Leben. Unser Leben hier ist nichts anderes. Wir sind auf der Reise zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Erhabene subhanahu wa ta'ala beschreibt diese Reise in seinem Buch: O du Mensch, du mühst dich hart zu deinem Herrn ab und so wirst du ihm begegnen. Meine lieben Geschwister, ich möchte euch etwas fragen. Was wünscht ihr euch? Wonach sehnt ihr euch? Welche Erwartung habt ihr? Worauf hofft ihr? Was wollt ihr wirklich? Was ist es? Stellt euch selbst diese Frage. Was strebst du an? Möchtest du eine schöne Frau? Oder du einen prächtigen Mann? Einen prächtigen Mann, der gutes Ansehen genießt? Den jeder bewundert? Damit du ihn stolz herzeigen kannst? Ihn oder sie? Willst du eine prachtvolle Villa? Eine Menge Geld? Sind das deine Wünsche? Oder strengst du dich an einer guten Karriere wegen? Ist es das, was du willst? Möchtest du ein schönes Haus mit Garten oder Ländereien besitzen? Vielleicht eines schönen Tages erwirbst du deine eigene Insel? Oder sehnst du dich nach Ruhm und Reichtum? Fehlen dir all diese Dinge? Wenn das die Dinge sind, die du willst, die du anstrebst und denen du hinterherjagst, dann, lieber Bruder, liebe Schwester, wurdest du mächtig getäuscht. Du wurdest von dieser Welt geblendet, von all ihrem Glanz und ihrer Pracht. Denn diese Schönheiten, die du sehen kannst, sind wie im Koran beschrieben. Wie Pflanzen, die nach dem Regen erblühen, deren Anblick den Betrachter entzückt, sie aber sodann verwelken und zu Staub zerfallen. Wo ist ihre Farbenpracht hin? Als wäre sie nie da gewesen. Wohin ist ihr schöner Duft verflogen? Vom Winde verweht. Die Liebe zu dieser Welt, sie zerstört jeden Einzelnen von uns. Allah sagt, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Und ihr liebt den Besitz, ja, ihr liebt ihn voll und ganz. Wir halten uns fest an Krempel und Schnickschnack. Wir klammern uns an Dinge, die wir zurücklassen werden. Wir hängen an Sachen, die sich nicht bewegen lassen. Und das vernichtet jeden Einzelnen von uns. Aber anstatt unser Herz mit der Liebe zu Allah zu füllen, stopfen wir es voll mit der Liebe zu dieser Welt.